Moin Leute, hier ist wieder euer Micha. Es geht weiter mit dem Gran Torino und zwar die Ausgabe 1314. Da ist einmal die Heckmontage oder das Heckteil von dem Gran Torino und nochmal die Tankklappe dazu. Und ich würde sagen, wir legen gleich mal los. Ich nehme mal die 100. Nee, wir machen doch erstmal die Ausgabe hier. Das ist, ich habe es mir zurechtgelegt, hier, das ist das Teil, zurechtgelegt, aber nicht ausgepackt, super, das kommt damit rein. So, dann schauen wir mal hier, geht nicht auf. So, wir haben hier zwei Zierleisten, einmal hier, upsala, einmal links und einmal rechts. Dann haben wir VM-Schrauben und wir haben hier die Heckblende von dem Gran Torino. Und da wird auch nicht allzu viel getan. Doch, die wird noch sogar angeschraubt. Guck einer an. Und zwar, da ist noch eine Leiste drin. Die hat sich hier so verkrübelt, die lange Leiste. Und die kommt jetzt hier in die Mitte rein. Die wird hier eingesetzt. Wie rum ist egal. Gucken, wie gesagt, immer vorsichtig, dass wir die Schnurpsels nicht abbrechen hier. Na, eine seit vier ging, der eine geht nicht. Ist ja immer so. Aber jetzt so einmal langziehen und so sieht jetzt die erste Ausgabe aus. Dann kommen die nächsten. Mal gucken, dass wir jetzt hier richtig sind von der Länge her. So rum oder so rum. Ne, wir machen andersrum. Wenn das irgendwie so funktioniert. Weil hier ist nämlich so ein kleiner Grat dran. Ne? Den machen wir mal nach unten. Also doch irgendwie in die Richtung, ist egal. Hier gucken wir auch noch mal nach. Genau, hier ist nämlich auch wieder unten so ein bisschen vom Gießast mit dran. Ne? Knick, knack, knick, knack. So, und so sieht jetzt die ganze Geschichte aus mit der Heckklappe. Das ist jetzt die Ausgabe 113. Das ist dann jetzt erledigt und wir kommen dazu mit VM-Schrauben. Mit VM-Schrauben, die das Heckteil anzuschrauben. Genau. Und dazu legen wir das erstmal weg. Und wir packen den Panzer erstmal wieder auf den Rücken. Wir packen ihn so hin. Dann müsstet ihr das einigermaßen sehen können, dass die hier mit rankommt. Und zwar natürlich mit der Öffnung nach oben. Ich glaube, wir uns noch ein bisschen nach vorne. Das ist ein bisschen schwer zu sehen. So, jetzt müsste das einigermaßen zu sehen sein, dass das hier mit rankommt. Weiter kann ich die nicht nach vorne schieben, weil ich muss ja auch ein bisschen was sehen können. So kommt das ran. Und wird hier, wie gesagt, mit den VM-Schrauben verschraubt. Na, die wollen nicht richtig rein. Also mein Öl holen, mein kleines Ölschächtelchen hier. Ölschächtelchen, Quatsch, Ölfass. Bisschen eintunken und dann flutschen die Schrauben auch. Guck mal einer an, dann geht das richtig leicht. Aber ich probiere immer erst so mit der Schraube, ob das wirklich so geht. Und dann halt, wenn es nicht geht, dann gibt es auf jeden Fall erstmal einen Schluck Öl.
Damit sind wir jetzt mit der 113 auch fertig. Das ging relativ fix. Erstmal beiseite packen. Und wir kommen jetzt zum Zubehör. Das heißt, das, was auch dann an die Heckklappe angeschraubt wird. Dazu müssen wir erstmal hier den Panzer hier ein bisschen beiseite schieben. Damit ihr auch was seht. Und zwar hier. Als erstes muss ich euch zeigen, das Gran Torino-Zeichen. Das habe ich ja wieder mal nicht abbekommen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Entweder bin ich zu dämlich dazu oder so. Ich habe es jetzt ausgeschnitten und habe es mit Sekundenkleber hier entsprechend aufgeklebt, damit es wenigstens dran ist. Ja, warum das so schwierig ist, das Ding abzukriegen als Selbstklebeteil, keine Ahnung. Bis jetzt hatte ich immer Probleme bei den anderen, bei den ganzen Aufkleber vom Gran Torino. Einige haben es hingekriegt, ich nicht, warum auch immer, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber wie dem auch sei, wir haben das Teil festgemacht. Dann haben wir hier einen kleinen Halter, eine Wahnsinnsfeder hier. Ja, aha, lass los. Zeige ich euch mal eine kleine Feder hier, minimal. Dann haben wir hier den Tankdeckel. Oder den Tankverschluss und den Tankdeckel haben wir hier. Das ist die Klappe, macht man dann hinten so die Klappe auf und kann dann tanken. Und zusätzlich noch eine Zierleiste dazu, die jetzt als allererstes nicht montiert wird, sondern wir brauchen, oh, das wird lustig. Das wird lustig. Und zwar haben wir hier einen kleinen Stab noch, der hier noch drin ist. Den brauchen wir. Super. Wo ist der hin? Magnetisch an meiner Pinzette festgeblieben. Und jetzt ist das Ding weg. Nein! Ich habe nicht gehört, wo der hingefallen ist. Ach du dickes Ei. Gut, Leute. Ich muss das Ding erstmal suchen. Also Gott sei Dank wieder gefunden. Der ist hier in meinen Ölpott drin gefallen und Gott sei Dank nicht komplett verschwunden, weil wie gesagt, so ein kleines Teil hier ist nicht schön, wenn das Ding verschwindet, weil da müsste ich erstmal gucken, ob ich sowas organisieren kann an so einem kleinen Mini-Draht. Das müssen wir dann erstmal sehen. So, und zwar brauchen wir die Klappe jetzt so, halt, so nicht. So, mit dem Teil nach oben. Dann kommt dieses Teil so hier rauf. Und die Feder hat hier einen kleinen Haken. Das kommt drunter. Das wird schwierig, euch das zu zeigen. Jetzt hoffe ich, dass mir die Feder nicht nur wegspringt. Ich kann euch das ja mal einblenden, wie das dann entsprechend eingebaut wird. Das ist natürlich ziemlich fummelig, rutscht immer weg. Also ich glaube, ich muss mal meine Pinzette mal entmagnetisieren. Das ist ja anstrengend, wenn dieses Ding dauernd klemmen bleibt.
So, das war etwas tricky mit der Feder. Ich habe hier ein bisschen mit der Lupe gearbeitet, aber jetzt funktioniert das, dass das wieder zurückschnallt, weil die Feder musste so vorgespannt werden, dass hier an diesem einen Teil, Moment, hier unten, hier muss die Feder ran angesetzt werden und das andere Teil muss hier oben drüber. Genau. Hier oben drüber. Ich hoffe, dass man das einigermaßen sehen kann. Auf jeden Fall funktioniert das jetzt, dass es wieder zurückschnappt. Genau das ist der Punkt, worum es ging. Ja, das war ein wenig tricky. So, jetzt kommt die Zierleiste damit drauf. Und zwar die kleine hier. Hat ein bisschen gedauert, aber wir kriegen das ja auch hin. So, die ging ziemlich leicht rein. Ich hoffe, die hält auch. Ne, die hält nicht. Also machen wir da mal einen kleinen Tropfen Sekundenkleber ran. Von der Rückseite. Das müsste reichen. Sicherheitshalber nochmal nachfassen. So, und jetzt kommt zusätzlich noch das Gran Torino-Schild dran. Jetzt mal sehen, dass wir es richtig rum machen. Und zwar so lang und dann muss das so eingesetzt werden. Ja, schwierig euch das zu zeigen. Wie gesagt, das sind so doch ein bisschen kleinere Teile. Aber so sieht jetzt das Ganze aus und ist damit an sich fertig. Jetzt kommt das Teil eingebaut. Dazu brauchen wir jetzt erstmal 114G. Gehe ich mal davon aus, genau, 114G ist hier der Tankverschluss. Wird mit EP-Schraube verschraubt. Die haben wir jetzt hier. Müssen wir das Ganze mal wieder ein bisschen hier umrüsten. Ein wenig Platz schaffen für diesen riesen Panzer. Komm her hier. Der kommt jetzt hier hinten mit ran. Der EP-Schraube passt nur in eine Richtung, und zwar hier rein. Dreht mal um, dass ihr sehen könnt. So sieht jetzt das Ganze aus. Erstmal auf dem Kopf natürlich. Auf dem Kopf, aber immerhin, damit ich euch das zeigen kann. So, jetzt kommt die Klappe. Die wird verschraubt mit gar nicht. Doch, PM-Schrauben. Mit PM-Schrauben. Die haben wir hier. Das sind ganz kleine. Und ich denke mal, das wird auch lustig werden mit dem Verschrauben. Nur mal gucken. Gar nicht so einfach, weil das jetzt in dieser Vertiefung drin sitzt und das so zu treffen. Jetzt habe ich es. Erstmal ansetzen. So, dann wollen wir jetzt mal einen Test machen.
Das scheint auch zu funktionieren. Gut, ich versuch's mal, den Panzer hier umzudrehen und euch das zu zeigen. Gar nicht so einfach jetzt hier. Mal gucken. Das ist jetzt die Klappe hier. Und die geht jetzt hier so auf und schnallt dann halt wieder zurück. Natürlich durch diese, die Schrauben sind fest, aber hier die durch diese Federhalterung, das ist nicht so hoch präzise. Aber auf jeden Fall ist da schon mal das zu sehen. Und da sieht man dann hoffentlich auch den Tankdeckel da drinne. Aber es funktioniert. Ja, super. Also ist okay, passt schon so. Ja, man hätte es präziser machen können, aber ist halt so. Damit sind wir jetzt auch nach dem sogenannten Schock, den ich hatte, dass die Klammer weg bzw. der Stift weggeflogen ist, auch erledigt. Ausgabe 100 und 1314 dann entsprechend erledigt. War ein wenig fummelig, aber das kriegen wir ja alle hin. Das ist ja kein Problem und ich bin froh, dass ich das hingekriegt habe und auch vor allen Dingen, dass ich den Stift wieder gefunden habe. Der war ja wirklich klein wie sonst was. Ja, dann habt schönen Dank fürs Zuschauen. Schaut bei meinen anderen Projekten mit bei und bis zum nächsten Mal. Sag ich tschüss, euer Micha.